In der Außendarstellung werden wir Deutschen ja gern als Dichter, Denker und große Ingenieure dargestellt. Vor allen Dingen unsere Chemieindustrie und Autoindustrie sind natürlich hier klar das schlagende Herz für den Standort Deutschland. Aber in den letzten Wochen und Monaten und Jahren muss man schon sagen, das Thema Corona-Pandemie auf der einen Seite und jetzt der Ukraine-Krieg, all das bedingt natürlich auch zum Teil eine Unterbrechung der Lieferketten. Und da will ich ganz klar mal hören, wie es denn ausschaut jetzt bei der deutschen Industrie. Deswegen bei uns als Gast heute bei Wirtschaft TV Jan Bewarder von Ram Capital, eine Beratungsunternehmen. Ja, Herr Bewarder, wie schaut es denn tatsächlich aus in der deutschen Industrie? Hat sie arg gelitten oder geht es einigermaßen? Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Wenn sich die letzten Jahre mal angucken, war ja eine ganze Menge los draußen. Um genau zu sein, so schlecht geht es der Wirtschaft gar nicht. Also wir haben einen relativ robusten Verlauf gesehen. Das liegt im Wesentlichen aber auch daran, dass wir einen sehr breit aufgestellten, familiengeführten Mittelstand haben, der in der Vergangenheit immer dafür gesorgt hat, dass es uns auch in Krisen immer noch ganz gut geht. Wenn Sie jetzt schauen nach gewissen Branchen, würde ich eigentlich eher den Fokus Richtung Innovation lenken. Denn in jeder Branche gibt es entsprechende Leute, die die Themen nach vorne treiben und dort innovativ investieren und so auch den Wirtschaftsstandort weiter nach vorne bringen. Und gerade auch für Ihr Publikum, in was soll ich eigentlich investieren? Was sind eigentlich die Branchen der Zukunft, die noch zukunftsträchtig sind? Ja, das sind die großen Antworten auf die Fragen, die wir gerade haben. Nämlich zum Beispiel, was ist mit Gesundheit, was ist mit Energie? Und dort gibt es viele Firmen, die sich in diesem Feld tummeln. Wir als Ram Capital, unser Geschäftszweck ist ja die Begleitung von Firmen bei komplexen Fördermitteln und Zuschüssen, diese zu beschaffen und sehen dort natürlich eine ganze Menge. Wir durften viele Innovationsvorhaben auch begleiten. Und ich kann Ihnen sagen, es sind manchmal die kleinen Dinge, nämlich das Verfahren am Produkt weiterzuentwickeln, dort eine Transformation hinzukriegen, auf die Marktveränderungen reagieren zu können und nicht eben nur diese Spitzenförderung zu betreiben. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind immer noch ein Land der Dichter und Denker. Wir sind sehr innovativ, da passiert eine ganze Menge da draußen und ich freue mich darauf, wenn es so weitergeht. Aber drückt den Mittelstand denn nicht auch die aktuell hohen Inflationspreise auf der einen Seite und natürlich noch die teure Energie auf der anderen Seite? Ja, absolut. Also das trifft natürlich jeden. Man muss gucken, in welche Unternehmen investiere ich und dort vielleicht den Fokus darauf drängen. Ist es gerade eine Schwäche im Unternehmen, die dadurch genau durch diese Themen ausgelöst wurde? Sind es eben die Rohstoffpreise oder die Lieferketten oder zum Beispiel auch das Thema in China gerade, wo auf Corona anders reagiert wird als bei uns? Oder ist es aber auch eine strukturelle Veränderung im Geschäftsmodell, weil man eben nicht mehr innovativ ist, weil man den Anschluss verpasst hat und weil man die Fragen der Zukunft dort eben nicht entsprechend beantworten kann? Und das ist die wichtige Fragestellung. Technologisch sind die großen Leuchtturmthemen gerade Wasserstoff oder aber auch Energieautarkie oder das Thema Industrie 5.0, nicht nur 4.0, sondern wie können wir bei KI auch intelligente Prozesse in der Fabrik oder in der Prozessautomatisation begleiten. Heißt aber dann auf der anderen Seite, Sie würden nicht so sehr auf die Automobilbranche respektive auf die Chemiebranche setzen. Auch dort gilt, auch dort gibt es Innovationsführer, dort gibt es First Mover, dort gibt es Pioniere. Ja, also schwarz ist nicht weiß, da gibt es viele Graubereiche und dort gibt es aber wiederum Firmen, die hervorstechen durch das Weitertreiben von Innovationen. Und es gibt viele, viele Geschäftsmodelle, die kennen Sie auch aus der Vergangenheit, die waren mal top of the notch und sind dann, weil sie den Anschluss verpasst haben, runtergefallen. Und aus Sicht von Investoren würde ich immer darauf achten, wie innovativ ist das Unternehmen und inwieweit schafft es das auf entsprechend schnelle Rahmenbedingungen sich anzupassen und dann agil zu sein. Und in Deutschland haben wir eine sehr breit aufgestellte Förderpolitik. Das heißt, breitformatig kommen eigentlich die Fördermittel bei den Unternehmen auch an. Das ist sehr gut, weil im Vergleich zum Ausland, wo wirklich Spitzentechnologie nur gefördert wird, ist es doch hier so, dass sehr viel Firmen in den Genuss dieser Fördermittel kommen. Was wir uns wünschen würden, vielleicht an der Stelle, dass das Hand in Hand geht in der Politik und in den öffentlichen Fördermittelträgern. Es reicht ja nicht nur, dass das Geld ankommt, es muss auch wirken. Und wirken kann es nur, wenn zum Beispiel auch die Genehmigungsbehörden dann auch mitziehen und diese Projekte und Vorhaben dann schnell in die Tat umgesetzt werden. Sie sprachen gerade das Thema Politik an. Tut denn Ihrer Meinung nach die Politik genug oder könnte es da mehr sein? Weil gerade im Bereich von Startups, kleinen jungen Unternehmen, wird Deutschland ja immer wieder vorgeworfen, dass wir hier nicht genügend unterstützen, nicht genügend fördern und dass es eigentlich nur die Höhle der Löwen gibt, die da tatsächlich Innovationen tatsächlich aufnimmt und dann halt eben auch finanziert.
Ja, also es ist gut so, dass es solche Sendungen gibt, denn sie bringt uns dem Thema ein bisschen näher, würde ich sagen. Wir haben in der EU generell eine andere Risikomentalität als in den USA. Das ist so. Ist aber auch nicht schlimm. Ist okay. Nur an der Stelle müsste die Öffentlichkeit oder die öffentliche Hand einschreiten und sagen, okay, ich mache auch Equity-Investments durch die öffentliche Hand, um dieses Marktversagen, was da besteht, irgendwie zu kompensieren. Weil in Amerika ist es nun mal so, dass die Technologiefirmen eine andere Förderung erfahren, als dass sie das hier bekommen. Insofern, Sie fragten, ja, kann die Politik mehr tun? Natürlich kann sie das. Also genug ist nie. Sie sind auf einem guten Weg. Aber mein großer Wunsch wäre tatsächlich, dass diese langen Prozesse, die teilweise noch dort sind, diese verkrusteten Strukturen, dass quasi die Fördermittel da sind, teilweise wird aber die Genehmigung erst ein Jahr später ausgestellt, dass wir das vielleicht verkürzen können und so den Startups, aber auch den bestehenden Unternehmen in Innovation eine bessere Perspektive bieten können. Nun haben wir ja in der neuen politischen Ausrichtung halt eben auch die FDP, die Liberalen mit drin. Und die waren doch immer diejenigen, die gesagt haben, Entkrustung, Entbürokratisierung, leichterer Zugang zu Geld, gerade der mittelständischen Unternehmen, damit die wachsen können. Sieht man davon schon irgendwas? Ich bin mir sicher, davon sieht man was. Aber ganz ehrlich, möchten Sie gerade mit denen tauschen? Also ich glaube, wir haben noch ein paar andere Themen gerade auf der Welt, die höhere Priorität haben. Und das andere passiert ja weiter. Nur der Fokus der Medien oder auch der Öffentlichkeit ist natürlich ganz klar auf den geopolitischen Themen, auf den Corona-Themen, auf den Dingen, die gerade auch ein großes Interesse erfahren. Thema Digitalisierung wird ja in Deutschland auch immer hochgekocht, wo man sagt, da laufen wir ja auch noch hinterher. Was müsste da Ihrer Meinung nach mehr passieren? Naja, zum einen hat, glaube ich, Corona einen großen Effekt gehabt. Also Firmen, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass Menschen von zu Hause aus arbeiten, dass Homeoffice gemacht wird, machen das heute völlig selbstverständlich. Prozesse sind digitalisiert worden. Sie sind in der Lage, durch hohe oder schnelle Datenleitung, durch Glasfaser auch entsprechende Homeoffice-Lösungen anzubieten. Auch einfach nur der Blick nach rechts. Früher, haben Sie gesagt, sind hier 500, 600 Leute gewesen. Heute, naja, kann man es vielleicht an einer Hand abzählen. Ja, und das ist natürlich ein Effekt davon. Gleichwohl, wenn wir auch nochmal auf die politische Seite gucken, gerade in der Öffentlichkeit oder in den öffentlichen Verwaltungen gibt es natürlich ein Riesenpotenzial noch für Digitalisierung. Und wir müssen uns dem einfach stellen. Und wir müssen und dadurch, dass wir haben ja viel Know-how in den Firmen und viele wollen ja auch. Und das durch Fördermittel bezuschusst, müsste eigentlich dafür sorgen, dass wir diesen Prozess, der da gerade im Gang ist, noch weiter beschleunigen. Jetzt haben wir ja auch den großen Bereich der Immobilien in Deutschland. Jetzt hören wir aber schon, Vonovia, einer der größten Player, börsennotiert, 560.000 Wohneinheiten in Deutschland und Österreich, sagt schon, bei der Inflation können wir die Mieten so nicht aufrechterhalten. Heißt also, wir werden verteuern müssen. Wie sieht es denn aus mit diesem sogenannten Immobilienboom generell in Deutschland? Ist das Thema zu Ende? Kriegen wir hier jetzt eine Stagnation rein oder ist es immer noch ein interessantes Investment? Ja, also mal von oben betrachtet, wir haben eine irre lange Zeit fallender Zinsen hinter uns. Wir kannten nur noch eine Richtung und das ist ja ein gewisser Mechanismus. Wenn die Zinsen niedrig sind, sind die Finanzierungen günstiger, dann im Endeffekt werden auch die Immobilienpreise höher. Und natürlich, es war eine tolle Anlageklasse, weil wir Phasen von Negativzinsen hatten und die Leute dringend Anlagegüter gesucht haben. So, zu Ihrer Frage zurück. Wir haben einen überhitzten Markt in gewissen Lagen gehabt, das ist so. Wir merken aber gerade auch, wir haben jetzt einen Zinsanstieg seit Jahresanfang von 2% am langen Ende, dass das eben nicht mehr so schnell und so hoch geht, wie das in der Vergangenheit erfolgt ist. Ich glaube, ein komplettes Ende wird nicht erfolgen, aber diese gigantischen Steigerungen, die wir gesehen haben, das wird sicherlich nicht mehr so sein. Und Sie müssen vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Qualität der Objekte achten. Es wird ja vielfach auch geguckt, macht eine B-Lage, macht eine C-Lage Sinn? Dieses berühmte Wort strukturschwache Region, ist das etwas, was man sich angucken muss? Und auch da gilt der alte Spruch in der Immobilienwirtschaft, Lage, Lage, Lage. Schauen Sie sich das genau an, gucken Sie Makro- und Mikroökonomisch auf die Objekte drauf. Die Strukturschwachheit im Sinne von geringer Bevölkerung mag ja vielleicht sogar teilweise ein Vorteil sein aus Infrastruktursicht. Ja, denken Sie an Tesla in Brandenburg oder jetzt Intel in Magdeburg, was da passiert. Es kommt immer darauf an, was für Produktionsfaktoren sind vor Ort und somit steigt und fällt auch die Attraktivität beispielsweise einer Gewerbeimmobilie. Aber Tesla und Intel, meine, die haben jetzt schöne Standorte, sind aber schon am Jammern, dass sie keine Fachkräfte kriegen. Das heißt, Fachkräftemangel in Deutschland auch noch mit dazu aktuell.
Das ist so. Es war auch in vergangenen Tagen in der Zeitung, dass die großen Tech-Konzerne aus den USA ihre Gehälter straff nach oben ziehen, um letztlich dort die Talente zu holen. Vielleicht zu vorhin zurück. Wenn ein Unternehmen es schafft, richtig innovativ zu sein, und wir sehen tolle Projekte, wir haben tolle Kunden, wir haben gigantische Innovationen, die da drin stecken und auch Sachen. Denken Sie zurück, der Impfstoff, der die Welt verändert hat, kam aus Deutschland. Ja? Und wenn wir diese Themen weiter vorantreiben, dann bietet das den Nährboden für gerade diese Talente, dass sie dorthin kommen. Und es ist wie immer, es ist ein Markt von Angebot und Nachfrage, und das Angebot muss gut genug sein, damit wir diese Talente halten und auch weiter bei uns ausbilden können. Zum Abschluss gefragt, wenn jetzt Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank tatsächlich mal auf die Idee kommen sollte, den Leitzins für die Eurozone anzuheben, würde das nicht das Wirtschaftswachstum massiv ausbremsen hinten raus? Naja. Ich vergleiche es immer, meine erste Hausfinanzierung habe ich zu einem Zinssatz von 5,5% gemacht. Und komischerweise habe ich überlebt, bin nicht insolvent gegangen, und die Immobilie gibt es auch immer noch. Und die Unternehmen kennen auch diese Phase aus der Finanzmarktkrise, als wir sehr hohe kurzfristige Zinsen haben. Auch da ging die Welt weiter. Ich bin der Meinung, ein Anstieg der Zinsen ist unumgehbar. Wir haben seit 10 Jahren und mehr Geld in die Wirtschaft reingepumpt und wir sehen jetzt halt die Effekte. Es ist noch gar nicht mal aus meiner Sicht der Rohstoffpreiseffekt, der gerade da ist, oder die Lieferketten-Thematik, die zahlt sicherlich darauf ein. Aber es ist einfach diese massive Geldmenge, die wir in den Markt gepumpt haben. Und dass das nicht eine Einbahnstraße sein kann, ist klar. Und von daher glaube ich, gewisser Zinsanstieg wird erfolgen, ist auch teilweise schon eingepreist in den Märkten. Aber dass jetzt die Wirtschaft daran zugrunde geht, wo sie noch vor einiger Zeit auch Zinssätze von 5% verkraftet hat, das glaube ich nicht. Also nach wie vor ein sehr optimistischer, wie wir hier an der Börse sagen, ein sehr bullischer Jan Bewarder von RAM Capital, dem Beratungshaus. Also Sie haben es gehört, die Zukunftsbranchen sind da. Sie müssen halt eben nur ein bisschen, selektiv schauen, wo halt eben in Zukunft tatsächlich auch Geld verdient werden kann. Das war Micknauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.